gemeinsame Aussprache und darf als erstes dem Herrn Kollegen Muthmann das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein schwieriges Thema und einen Königsweg gibt es an dieser Stelle, in dieser Phase sicherlich nicht mehr. Und teuer wird es so oder so, aber dann sollte man es wenigstens ehrlich und richtig machen. Und wenn in diesen Tagen von neuen Krediten und neuen Finanzhilfen die Rede ist, dann ist doch allen klar, dass dieses Geld nie mehr zurückkommt. Das muss man auch sagen dürfen und auf dieser Grundlage muss man auch über Lösungen nachdenken. Natürlich ist das keine leichte Entscheidung, ob der EU, ob der Eurozone und vor allem auch ob Griechenland mit einem dritten Hilfspaket wirklich geholfen ist. Es gibt Gründe für dieses Hilfspaket, da will ich auch ein paar nennen. Einmal ist es die Fortsetzung eines einmal eingeschlagenen Weges. Die Eurozone soll erhalten werden, ein Ausfransen soll von vornherein verhindert werden. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, das Verhältnis zu Frankreich nicht über die Maßen zu belassen. Immerhin, und das ist ja auch bekannt, sind französische Institutionen und Banken besonders in Griechenland engagiert. Und zuletzt, und das ist sicherlich mehr an die Staatsregierung gerichtet, soll die Kanzlerin nicht beschädigt werden. Man braucht sich, und da wird es schon fragwürdig, bei der Fortsetzung dieses Weges nicht mit dem Ausfall von Forderungen befassen. Es bedarf keiner Rechtfertigung für solche Forderungsausfälle. Die Fortsetzung der bisherigen Politik, und das ist ja auch ein probates Mittel, verlagert die Belastungen auf künftige Generationen, auch auf künftige Politikergenerationen. Und die Fortsetzung der bisherigen Politik erübrigt im Übrigen auch das Eingeständnis, dass die bisherige Politik in Griechenland, aber auch die der EU, erfolglos waren. Also durchaus nachvollziehbare Gründe, aber sie sind eben nicht gut genug, um die Fortsetzung dieser Politik zu rechtfertigen. Denn auch die Politik kann ökonomische Gesetze nicht außer Kraft setzen. Lassen Sie mich sagen, warum wir ein drittes Hilfspaket und insbesondere ein solches für falsch halten. Zunächst ein Blick auf die Entwicklung in Griechenland von 2010 bis 2014. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen ist um 30% gesunken. Der Durchschnittslohn hat abgenommen um 38%, die Durchschnittsrente um 45%. Wenn man irgendwo einen Anstieg sucht, dann kann man den bei den Depressionen finden, plus 270% in Griechenland. Der bisherige Weg bietet keine neue Perspektiven für Griechenland. Und das ist der zentrale Punkt. Und das wissen wir auch alle, weil die Schuldentragfähigkeit nicht gegeben ist. Griechenland nähert sich bei der Gesamtverschuldung der 200%-Marke. Damit ist die Schuldenlast für dieses Land sicherlich untragbar geworden. Und wenn der IWF in diesen Tagen vorschlägt, Griechenland nicht nur bis 2020 oder 2023, sondern für die nächsten 30 Jahre von allen Zahlungen im Zusammenhang mit den Krediten zu befreien, ist das auch eine deutliche Sprache. Ständige Einschränkungen können keine Konjunkturbelebung auslösen. Ich erinnere nur an unser Konjunkturprogramm des Jahres 2009. Das jetzige Spardiktat wird Griechenland nicht helfen, sondern es eher erdrosseln. Eine Erholung ist bei den jetzigen Ausgangsbelastungen einfach nicht zu erwarten, weil die Ausgangslage zu schlecht ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, verantwortlich sind dafür in erster Linie die Griechen, aber die EU hat das über Jahre begleitet.
Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten einen verantwortungsvollen Umgang mit des Steuerzahlers Geld. Es macht keinen Sinn, die Probleme Griechenlands mit immer mehr Geld zuschütten zu wollen. Und das spüren die Menschen und wir alle wissen es auch. Die Eurozone in seiner jetzigen Verfassung macht keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Wenn Griechenland in der Tat um jeden Preis gehalten werden soll, bleiben andere draußen. Beispielsweise Polen hat mit dem Blick auf die derzeitige Gemengelage und die immerwährende Diskussion erklärt, daran kein Interesse zu haben. Die Performance ist schlicht nicht attraktiv. Und das permanente Ringen um Griechenland, wir erleben das täglich, lähmt den Euro, vor allem aber auch die Europäische Union. Es gäbe genügend noch wichtigere globale Themen. Ich will nur die Flüchtlingssituation, die Asylsituation, die Klimaentwicklung nennen, die kraftvoll gemeinsam durch die Europäische Union bearbeitet werden müssten. Die Menschen erwarten eine ehrliche, erwarten eine klare Politik. Es geht auch um die Reputation der Politik, die Wertschätzung der Europäischen Union insgesamt. Die Menschen haben das Gefühl derzeit angesichts des ständigen Ringens und Verhandelns, dass hier mehr getäuscht als getauscht wird. Auch dem ist ein Ende zu setzen. Und zuletzt sei gesagt, nicht der Euro, sondern die Europäische Union ist das erfolgreiche Friedens- und Freiheitsprojekt. Und das steht nicht zur Debatte. Deswegen teilen wir auch Finanzminister Söders Einschätzung. Leider ist er heute nicht da. Möglicherweise hat er auch eine namentliche Abstimmung gefürchtet, dass der Grexit der fairste und ehrlichste Weg wäre. Fraglos auch teuer. Fraglos auch holprig. Aber die beste Chance für eine stabile Europäische Union und einen erfolgversprechenden Beginn in Griechenland. Ich habe schon Verständnis dafür, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU und insbesondere der Staatsregierung, schon Loyalitätspflichten zur Bundeskanzlerin haben, möglicherweise auch das größte Problem. Aber machen Sie ja klar, dass Sie, die Bundeskanzlerin, dabei ist, nach unserer festen Überzeugung, der EU eher zu schaden und sie zu schwächen, als mit dieser Politik zu stärken. Und deswegen bitte ich auch im Sinne unseres Antrags für eine klare, für eine ehrliche Politik und einen ehrlichen Umgang mit dem Griechenland-Problem zu sorgen und unserem Antrag zuzustimmen. Zum Nachzieher der Grünen sei gesagt, dass, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass auch Sie unserem Antrag durchaus zustimmen wollen, weil das, was in dem Paket ist, das, was jetzt also Inhalt dieses dritten Hilfspakets werden soll, nicht auf Ihre Zustimmung stößt. Die Erdrosselung Griechenlands, die auch in Ihrem Antrag beschrieben ist, kann ja an dieser Stelle dann auch konsequenterweise nicht Ihrerseits unterstützt werden. Es geht in diesen Tagen, wenn man mal den Blick auf Griechenland noch richtet, auch um einen, so ist kürzlich mal gesagt worden, Euro-Kolonialismus. Und wenn jetzt beispielsweise die Griechen, wenn sie neue Gesetze machen wollen, die haushaltsrelevant sind, bevor sie solche Gesetze in ihr eigenes Parlament einbringen, es zunächst in Brüssel zur Zustimmung vorlegen müssen und viele andere Dinge mehr, dann ist das nichts mehr, was die Europäische Union stabilisiert, sondern was ein Diktat des Euros darstellt. Und das wollen wir ganz bestimmt nicht. Also Ablehnung dieses Weges und ein Neuanfang, das sind die Chancen für Europa und auch für Griechenland. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Herzlichen Dank.